wenn man das Urheberrecht als eine, wie das ja hier einige getan haben, sagen wir mal, Folge von Schleusen im freien Fluss der Informationen begreift, dann landet man bei Diskussionen über das Urheberrecht auch schnell beim freien Fluss von Informationen in staatlicher Hand. Das Schlagwort ist hier Open Data, also offene Daten auf Deutsch übersetzt. Seit Jahren wichtiges Thema, wichtig diskutiert und wichtig warum. Das werde ich jetzt besprechen mit Daniel Dietrich von der Open Knowledge Foundation. Herzlich willkommen. Hallo. Was ist denn die Open Knowledge Foundation? Das muss man mal, glaube ich, erklären. Die Open Knowledge Foundation ist eine internationale Non-for-Profit-Organisation, wurde 2004 in Großbritannien gegründet, hat einen starken akademischen Hintergrund. Es geht letztendlich um die Frage der Produktion und des Zugangs zu Wissen in der digitalen Gesellschaft. Und das in allen Bereichen, also sowohl in den akademischen Disziplinen, aber auch in Frage von Kulturgütern, also Zugang zu unseren Kulturgütern in den Museen, in den Archiven, in den Bibliotheken und natürlich auch um staatliche Daten, also um Open Government Data. Es ist doch schon alles offen. Ich kann ins Museum gehen, ich kann mir Webseiten von meinen Regierungsbehörden angucken, ich kann in Büchereien gehen und akademische Aufsätze lesen. Was muss da geöffnet werden? Viele der Sachen, die du eben angesprochen hast, sind zugänglich, aber nicht offen im Sinne unserer Definition von Offenheit. Diese Definition von Offenheit kann man übrigens sich auch im Internet angucken unter www.opendefinition.org. Die definiert Offenheit eben als das explizite Recht, diese Informationen nicht nur sich angucken zu können, sondern auch was damit machen zu können. Also sprich, es muss mir das explizite Recht garantiert sein, diese Informationen weiter zu verarbeiten, elektronisch zu verarbeiten, zu mixen mit anderen Informationen und daraus neue Produkte, Dienstleistungen, Analysen, Visualisierung und so weiter zu bauen. Und auf welche Daten müssen diese Prinzipien deiner Meinung nach angewendet werden? Sind das staatlich finanzierte Daten, kann man das so sagen? Alle staatlich finanzierten Daten sollten öffentlich oder mit Steuergeld finanzierte Daten? Oder gilt das auch für Musikstücke von Sony? Oder? Nee, also ich würde grundsätzlich sagen, alle mit Steuergeld finanzierten Informationen und Daten sollten der Allgemeinheit in großem Umfang kostenfrei und eben in offenen Formaten und mit offenen Lizenzen zugänglich sein. Aber offenes Wissen verstehen wir tatsächlich ein bisschen weiter gefasst. Also geht es tatsächlich auch eben um besagte Kulturgüter und Fotos zum Beispiel im Bundespressearchiv oder andere Informationen aus den Wissenschaften. Bleiben wir mal noch bei dieser engeren Definition von steuerlich finanzierten Daten. Kannst du mal so ein paar Beispiele geben, die illustrieren, wo die Vorzüge für die Allgemeinheit wären, wenn mit Steuergeldern finanzierte Forschungsarbeiten, Rohdaten von Forschern, aber eben auch, was weiß ich, Parlamentsprotokolle, Daten aus den Katasterämtern, Luftbildaufnahmen, was für Daten der Staat eben auch alles so anfertigt, wenn die offen für jeden in diesen Formaten und komplett zugänglich werden. Wo wäre der Vorteil für die Allgemeinheit? Mal ein paar Beispiele. Okay, also ich glaube, bei Daten aus der Wissenschaft ist es wirklich absolut offensichtlich, dass die Wissenschaften selbst davon profitieren würden, wenn sie gegenseitig auf ihre Rohdaten zum Beispiel zugreifen könnten. Das ist das auch, was Tim Berners-Lee hauptsächlich adressieren wollte, als er vom Web of Data geredet hat, von Raw Data Now, also gibt uns die Rohdaten jetzt, weil da natürlich unheimliches Potenzial drin steckt, wenn die Wissenschaftler nicht nur auf die fertigen wissenschaftlichen Studien zugreifen können, sondern tatsächlich auf die diesen Studien zugrunde liegenden Rohdaten. Das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Aber gucken wir uns mal genauer den Bereich von Public Sector Information an, also Daten des öffentlichen Sektors oder auch Open Government Data genannt. Da geht es also um Daten von staatlichen Behörden, meistens also Ministerien, Gerichte, Ämter, Umweltämter, Verkehrsämter, Gesundheitsämter und so weiter. Wenn wir davon reden, dass diese Daten jedermann zugänglich sein sollten, dann ist da so eine kleine Klammer drin, dass wir erstmal sagen, es geht um nicht personenbezogene Daten. Es geht nicht darum,
dass meine Gesundheitsakte oder meine Steuererklärung überall jedem im Netz zugänglich sein sollte, sondern es geht um nicht personenbezogene Daten. Zum Beispiel? Zum Beispiel Wetterdaten. So, Wetterdaten sind in Deutschland absolut nicht offen, sondern das ist ein sehr monopolisierter Markt. Die werden eben nur vom Deutschen Wetterdienst sozusagen erhoben und dann vermarktet. Also die ganzen Daten von diesen Messsonden und Sensoren und Ballons und Satellitenbilder und... Satellitenbilder ist was anderes, das sind Geoinformationsdaten. Okay. Aber Wetterdaten sind tatsächlich, also das, woraus Wettervorhersagen in den Nachrichten entstehen. Ja. Okay. Und die sind in Deutschland eben nicht offen, die sind nicht gemeinfrei, im Unterschied zu den USA. Da sind eben alle Daten, die von staatlichen Stellen auf Bundesebene erhoben werden, sind automatisch Public Domain, also gemeinfrei. Jeder kann sie nutzen. Jeder kann sie nutzen und zwar für jede Zwecke, also auch kommerzielle. Und wenn man sich das anguckt im Vergleich zur deutschen oder europäischen Situation, dann fällt sofort auf, der Markt rund um diese Wetterdaten in den USA ist viel, viel größer, viel, viel vitaler. Es ist eine große Industrie, die sich darum gebildet hat, gerade weil die Daten kostenfrei zugänglich sind. Bei uns ist es genau umgekehrt, bei uns werden diese Daten gehandelt, also der Deutsche Wetterdienst ist da eben in der Rolle eines Datenhändlers, der diese Daten dann an andere Nachrichtendienste weiterverkauft und im Resultat sieht man, dass sich also längst nicht so ein breiter Markt um diese Daten herumgebildet hat, eben weil der Zugang, ich will nicht sagen behindert, aber eingeschränkt ist. Wetterdaten sind ein Beispiel. Gibt man noch ein paar mehr Beispiele, die so ein bisschen den potenziellen Reichtum illustrieren. Ich würde vielleicht vorher nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was gibt es für Bereiche, in denen Open Data interessant sein kann. Das sind, glaube ich, drei sehr, sehr unterschiedliche Bereiche. Das sind einmal eben Transparenz von staatlichem und Regierungshandeln, also durch den breiten und offenen Zugang zu Informationen der öffentlichen Hand wird Regierungs- und Verwaltungshandeln erst nachvollziehbar und transparent. Das kann dazu führen, weitergedacht, dass zum einen die Politiker und auch Verwaltungsangestellte verantwortungsvoller handeln müssen. Also im Englischen gibt es das schöne Wort Accountability. Also die Accountability kann größer werden und als Folge davon wieder auch das Vertrauen in Politik und Verwaltungshandeln. Gibt es denn dafür, bevor wir zu den anderen beiden kommen, ein Beispiel von offenen Daten, die dieses Ziel erreicht haben oder zu diesem Ziel beigetragen haben? Klar, also ich denke, alles, was rund um die Parlamente stattfindet, also Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel. Was passiert eigentlich mit so einem Gesetzentwurf? Wie wird da, wer stimmt da wie ab? Welche Wege durchläuft da? Und das zum Beispiel transparent abzubilden auf einer Webplattform wie Open Parliament in den USA. Das gibt es da. Ja, das gibt es. Gibt auch zum Beispiel, da sieht man, wie Politik gemacht wird. Also das sind alles keine Geheiminformationen, die hier nicht überhaupt, also die hier irgendwie geheim gehalten werden, sondern es sind Informationen, die schlecht zugänglich sind. Die findet man schlecht. Es bedarf einiges an Recherche, diese Informationen zu finden und zusammenzutragen, um sich ein Bild zu machen, wie Politik funktioniert. Und das ist eben mit den modernen Möglichkeiten des Internets nicht mehr nötig. Also man kann diese Prozesse, wie Politik gemacht wird, wie Verwaltungshandeln entsteht, was sie da machen, kann man im Web einfach viel besser abbilden. Also nur mal dazu bleiben, wenn ich das in Deutschland rausfinden will, dann muss ich die Leute wissen, die damit beschäftigt sind. Man muss auf die Webseiten gehen und Parlamentarier kennen, damit der gerade mir sagt, in welchem Ministerium das Ding gerade wie behandelt wird. Und man muss die Textform vergleichen, wie sie reinging und wie sie rausging. Genau. Das ist sehr viel Handarbeit. Und wie ist das in den USA gemacht? Also, wie ist das in den USA gemacht? Es ist zum einen, es gibt, glaube ich, zwei Blinkwinkel. Das eine ist personenbezogen, also dass man sieht, welcher Abgeordnete macht wann was und hat wann wo für was wie abgestimmt. Und das andere ist themenbezogen, dass man sich also den Verlauf von Gesetzesentwürfen anguckt, wie diese sich verändern, was ist zwischen Version 1 und Version 2, was hat sich verändert. Also ein bisschen wie in einem Wiki, dass man mit einem Diff arbeitet und sagt, was hat sich eigentlich im Text verändert.
Und das kann man natürlich abbilden und kann dann auch sagen, ja, wer hat wie abgestimmt, was hat sich verändert und kann so ein Mapping machen, also ein Mapping von politischer Entscheidungsfindung. Und das geht, weil alle dazugehörigen Daten, die Gesetze und die Zeiten und die Orte, wann, wo, was war, öffentlich maschinenlesbar im Internet zur Verfügung sind. Das ist dieser erste Bereich, mehr Transparenz, mehr Verantwortung, besseres Regieren durch mehr Kontrolle. Genau, so. Aber auch, um nicht nur die negativen Seiten zu nennen, mehr Vertrauen wieder. Also es ist eigentlich ein Heilmittel gegen dieses Politikverdrossenheit. Ja, wenn Politik nachvollziehbarer wird, dann müssen die, bedeutet das für die Politiker, dass sie eventuell verantwortungsvoller handeln müssen. Das bedeutet aber auch, dass ich eventuell wieder mehr Vertrauen in Politik. Die Zufriedenheit also, vielleicht steigt. Ja. Zweiter Bereich in deiner Aufzählung. Erste ist Transparenz, der zweite? Zweite ist Innovation, also Zugang zu öffentlichen zu den Daten der öffentlichen Verwaltung birgt unserer Meinung nach ein großes Potenzial für wirtschaftliche Innovationen. Also die sitzen einfach auf einer ganzen Menge interessanter Daten, wie zum Beispiel diese Wetterdaten oder Umweltdaten oder Katasterämter, die eben teilweise auch kommerzialisiert, also verkauft werden. Und es gibt mittlerweile erste ökonomische Studien, die sagen, also das, was die Behörden durch den Verkauf der Daten an Gewinnen erzielen, ist viel geringer, wenn man es vergleicht, durch den gesamtwirtschaftlichen Nutzen, der entstehen kann, wenn diese Daten eben der Wirtschaft, aber auch den Wissenschaften frei zur Verfügung stehen. Also dieses Argument, das Katasteramt verkauft diese Kartendaten, nimmt damit Geld für den Haushalt ein, das ist geringer, der volkswirtschaftliche Gewinn, als würde man die Daten freigeben und jeder, der wollte, könnte damit ein Geschäft aufziehen. Genau, neue Geschäftsmodelle, neue. Was kann man denn mit so Kartendaten machen? Also wo, wenn irgendwo in anderen Ländern diese Daten frei sind, was ist da so entstanden? Also zum Beispiel, was ich denke, wo eine unheimliche Stärke von, ein unheimliches Potenzial liegt immer dann, wenn ich Daten des öffentlichen Sektors wenn ich einen lokalen Bezug herstellen kann. Also zum Beispiel, was passiert in meiner Stadt? Welche politischen Entscheidungen, welche Umweltdatenmessungen, wie sind die Luftwerte oder die Wasserverschmutzung genau in meinem Stadtteil, verglichen mit einem anderen Stadtteil zum Beispiel. Also das jedes Mal, wenn man diese Daten sozusagen georeferenziert, können sie für die normale Bevölkerung eben großen Wert darstellen. Und gibt es da so ganz konkrete Beispiele von Anwendungen oder Apps oder Diensten aus den USA, die sowas für eine Stadt, für einen Dienst machen, ganz anschaulich? Fällt dir da was ein? Aus den USA jetzt? Ja, oder irgendwo, also so, ich suche immer so nach so guten Beispielen, die irgendwie so ein bisschen das Potenzial klar machen, was drinsteckt und die so zeigen, was möglich wäre. Mhm. Auch ein Wort vorneweg. Ich glaube, dass man dann nicht immer so nach den ganz großen Lösungen suchen soll, sondern dass oft der wirkliche Wert in ganz kleinteiligen Anwendungen steckt. Also zum Beispiel aus den Niederlanden, es gibt Leute, die haben eine Inkontinenzschwäche, also eine Blasenschwäche. Und für die ist es schwierig, sich in der Stadt zu bewegen, wenn sie nicht wissen, wo öffentliche Toiletten sind, weil sie einfach oft auf Toiletten müssen. Da gab es jetzt eine Frau aus den Niederlanden, die hat einfach mal für ganz Holland diese Informationen zusammengetragen und auf eine Karte gemappt. Das ist ein ganz kleinteiliger Service, der aber für diese spezielle Zielgruppe eine unheimliche Bereicherung darstellt, weil die dank dieses Services sich jetzt wieder in die Stadt trauen können, weil sie eben wissen, okay, im Zweifelsfall finde ich schnell genug eine Toilette. Und das heißt, wenn die Standorte all dieser öffentlichen Toiletten öffentlich zugänglich sind, die Daten dazu, dann kann jeder sich so ein Ding bauen und so einen Dienst anbieten für alle, die das brauchen. Genau, also das ist ein prima Beispiel dafür, dass es nicht um Daten geht, die vorher völlig geheim waren, sondern diese Informationen liegen im Prinzip vor, nur eben oft nicht in einem maschinenlesbaren Format, sondern diese Frau da aus den Niederlanden, die musste sich diese Informationen eben sozusagen von Hand raussuchen und dann georeferenzieren und auf dieser Karte abbilden. Das könnte natürlich automatisch geschehen, wenn immer mehr Behörden, immer mehr Informationen in maschinenlesbaren Formaten zur Verfügung stellen, zum Beispiel auch über Schnittstellen. Also Beispielsfeld? Weil du sagtest, erste ist Transparenz, zweite ist sozusagen Innovation. Wenn Daten da sind, werden halt Leute wach und machen daraus ein Geschäft und erfinden alle möglichen nützlichen Sachen. Und das dritte? Das dritte ist also mindestens in dem Bereich
effektiver, also ich würde das mal mit effektivem Verwaltungshandeln bezeichnen, also dass oftmals auch Behörden und auch Politiker keinen optimalen Zugang haben zu Informationen. Aha. Und desto besser der Zugang zu Informationen ist, desto besser oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gute Entscheidungen treffen kann. Also genau. Ein Beispiel? Also was ist sowas, wo ist ein Defizit, Informationsdefizit und wie könnte das durch offene Daten gedeckt werden? Also wir haben zum Beispiel, wir haben letztes Jahr hier in Deutschland eine Seite gelauncht, die heißt offenerhaushalt.de. Das ist eine Visualisierung des Bundeshaushalts. Der Bundeshaushalt wird einmal im Jahr veröffentlicht, ist also auch kein Geheimdokument, ist aber recht zäh. Das sind dann halt 1400 Seiten PDF oder Papier. Und die kann ich natürlich als interessierter Journalist mich irgendwie durchquälen und die Informationen finden, die ich genau gesucht habe. Was wir gemacht haben, wir haben diese Informationen in ein strukturiertes, maschinenlesbares Format umgewandelt und in eine schöne Visualisierung gepackt. Und der lustige Seiteneffekt ist, dass wir nicht nur von Bürgern oder Medien positive Resonanzen bekommen haben, sondern eben auch von den Finanzexperten aus verschiedenen Parteien. Die haben nämlich gesagt, das ist ja toll, ich habe leider auch noch keinen, also wir haben selber keinen Zugang zu, also diese Daten in einem strukturierten Format zu bekommen, sondern wir kriegen sie auch nur als PDF. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel, wo man denke ich, sieht, dass Entscheidungsträger insgesamt, wahrscheinlich Leute in Entscheidungspositionen bessere Entscheidungen treffen können, je besser ihre Informationslage ist. Strukturierte Daten meint, man hat sozusagen diese Daten und kann an diese Daten verschiedene Fragen stellen. Man kann sie verschieden darstellen, verschieden aufbereiten, man kann sie verschieden filtern und so immer neue Erkenntnisse gewinnen. Genau. Also wenn man einfach 1400 Seiten hat und so. Ein PDF kann man nicht maschinell auswerten. Ja, so, das kann man halt nur lesen. Hat ein prima Interface für einen Menschen, aber eben nicht für ein Programm, was in irgendeiner Art und Weise versucht, diese Daten zu analysieren und dann ja gegebenenfalls Visualisierungen draus zu machen oder aber auch einfach nur Analyse. Bei dieser Visualisierung konnte man dann halt so sofort sehen, was weiß ich, der eine Riesenbalken war dann, weiß ich nicht, Soziales. Es ist gut, das ist bekannt, dass da viel Geld rausgeht, aber man konnte die Verhältnisse auch ganz gut sehen, was für Bildung und was für Militär und so rausgeht. Das konnte man auf einen Blick an dieser Grafik gut erfassen. Genau, also die Grafik hatte, glaube ich, die Stärke, dass sie halt so ein ganz gutes Überblick sozusagen vermittelt, wie sind die Größenverhältnisse, aber der eigentliche Charme liegt natürlich daran, dass man nicht nur die großen Haushaltsposten sieht, sondern sich in jedem Haushaltsposten weiter runterklicken kann, bis auf jeden einzelnen Haushaltsposten. Und jeder einzelne Haushaltsposten hat in dieser Anwendung halt auch eine eigene URL und ist damit adressierbar, kann zum Beispiel in der Recherche von Journalisten oder von irgendwelchen NGOs adressiert werden und sagen, also wir beziehen uns auf diesen Haushaltsposten, was bisher nicht möglich war, außer mit der Angabe Seite 1032 im Bundeshaushalt. Okay, also da konnte man dann so Renovierung des Verteidigungsministeriums, Kosten für Dachpappe, konnte man verlinken. Ja, leider nicht. Also wir leider sind die sozusagen die Granularität der Daten immer noch recht grob. Genau. Die liegen natürlich intern vor, aber sind in der Form nicht veröffentlicht. Also das wär ein guter Punkt, wo man sagen könnte, da gibt es weitere Informationen, die potenziell für die Allgemeinheit oder zumindest für interessierte Fachöffentlichkeiten von großem Interesse sind, gibt diese Daten frei. Ja, weil gerade bei diesen Dachpappen fällt mir ein, das ist ja gerade bei dieser energetischen Sanierung von Häusern zum Beispiel sehr interessant, was macht eigentlich der öffentliche Sektor, mit welchen Materialien gehen die da so zu Werke, wie viel investieren die so in den Umweltschutz und so, das könnte man dann aus diesen Daten alles mal so rausextrahieren, wenn sie dann öffentlich zugänglich werden. Genau, eine andere Frage ist auch natürlich zum Beispiel, dann heißt es ja, es wurden so und so viel Euro im Rahmen des Konjunkturpakets 2 für Bildung ausgegeben. Wenn man dann aber weiter reintaucht und sieht, dass das eben bedeutet, dass eine Schule saniert wurde, das ist zwar auch der Bereich Bildung, aber es ist letztlich nicht so Bildung, wie man sich das genau, so in engeren Sinne vorstellt. Was man zuerst denkt. Ne? Ja. Okay, also das haben wir diese drei Bereiche. Ich denke, es ist so ein bisschen klar geworden, wo so das Potenzial liegt. Jetzt ist natürlich die Frage, ihr bohrt dann dickes Brett, also mit
dieser Open Data Bewegung, mit dieser Open Knowledge Foundation. Wie, sag mal, offen sind denn die Behörden dafür? Empfangen die euch mit offenen Armen und sagen, ja, darauf haben wir schon immer gewartet, unsere Daten hier mal offen zu legen und unsere IT umzustricken, damit jeder da mit seiner Maschine drauf zugreifen kann und das alles absaugen kann? Ich glaube tatsächlich, dass wir da am Anfang von einem kulturellen Wandel stehen. Man sieht das in den USA und in anderen angelsächsischen Ländern. Die sind weiter, weil dort ein ganz wesentlicher Aspekt, glaube ich, von der Politik verstanden worden ist, nämlich der strategische Nutzen, den diese Art von Öffnung von Verwaltung und Regierung gegenüber den anderen gesellschaftlichen Bereichen für Politik und Verwaltung selber darstellt. Also in Deutschland wird es, glaube ich, oft noch eher als eine Bedrohung erlebt oder als, da sind irgendwelche gesellschaftlichen Kräfte, die jetzt was von uns fordern. Und in England zumindest, das hat mich sehr beeindruckt, das auch mal von einem Premierminister so klar formuliert zu hören, die haben das als eine Chance begriffen, als eine strategische Chance, Politik besser zu machen und wieder mehr Vertrauen herzustellen und auch effektiver, also staatliches Handeln, Verwaltungshandeln effektiver zu gestalten und somit ja, als eine Chance gegen Politikverdrossenheit, für mehr Effizienz, für mehr Transparenz, für mehr Beteiligung. Und siehst du das auch in Deutschland, dass dieses Bewusstsein um sich greift? Ich sehe, das ist tatsächlich ein kulturelles Problem. Man sieht, dass viele jüngere Politiker das eher verstanden haben, also als strategische Chance. Viele ältere Politiker es tatsächlich nach wie vor eher als eine Bedrohung sehen und als was, da ist diese Internet-Community, die wollen jetzt irgendwas von uns, die muss man irgendwie ruhig stellen oder befriedigen oder so. Ich denke, dass aber, also das ganz, die zwei großen, die zwei stärksten Argumente für Open Data, also tatsächlich Transparenz und Innovationsförderung, auch in Deutschland von einigen Leuten verstanden worden sind. Also nicht umsonst ist das BMI ja damit beauftragt worden, eine Open-Government-Strategie für Deutschland zu entwerfen. Das zeigt schon, es ist auf der politischen Agenda angekommen und man wird jetzt halt sehr genau beobachten müssen, was sie daraus machen. Weil das ein Thema auf der Agenda angekommen ist, heißt ja noch nicht, was daraus wird. Was daraus wird. Also genau. In den USA ist ja immer dieses Open oder Open, wie heißt es, Data.gov, also so gesetzlich verordnet, dass staatliche Behörden ihre Daten offenlegen müssen und dafür einen zentralen Anlaufhafen geschaffen wurde. Ist das auch so eine Sache, die für Deutschland deiner Meinung nach ansteht? Also dass es so einen zentralen, sortierten Anlaufpunkt im Netz gibt, wo verpflichtend möglichst alle Behörden ihre Daten abwerfen? Also es ist ja jetzt schon so, dass viele Behörden viele Daten veröffentlichen und es gibt auch in Deutschland eine gewisse Verpflichtung für Behörden, die Öffentlichkeit zu informieren über das, was sie tun, aber eben mit vielen Einschränkungen. Insofern ist es also nichts, was es noch gar nicht gibt in Deutschland. Die Frage ist tatsächlich, wie weitreichend ist das? Werden tatsächlich viele, die meisten im Regelfall, also dieses schöne Wort von by default open, also es wird eben alles veröffentlicht, außer die paar Ausnahmen, die aus bestimmten berechtigten Gründen nicht veröffentlicht werden. Da sind wir in Deutschland noch nicht. Also wir sind in Deutschland noch bei default privat und default Staatsgeheimnis und wird sozusagen dann individuell geguckt, was man veröffentlichen kann. Und das, ich glaube, diesen Wechsel hinzukriegen, das wird noch eine harte Nuss, unter anderem auch wegen dem föderalen System. Also du sagst, zentraler Datenkatalog, das ist natürlich in den USA und in England viel leichter durchzusetzen, weil die kein föderales System haben. Das heißt zumindest mal die Kommunikation zwischen also Bundesregierung, Zentralbehörde, zentraler Regierung und den einzelnen Ländern ist da ein viel geringeres. Zum Schluss nochmal so dieser Bogen, wir reden jetzt immer viel über Urheberrecht hier. Inwiefern ist das Urheberrecht aus deiner Open Data Perspektive da relevant? Also das Urheberrecht ist ja eine sehr, sehr feine Sache. Also ich glaube, keiner der hier Anwesenden möchte das Urheberrecht abschaffen. Wofür wir uns aussprechen oder wogegen wir uns aussprechen, sind restriktive Lizenzen und Nutzungsbedingungen, also das restriktive Copyright-Regime sozusagen. Und auf Daten des öffentlichen Sektors bezogen ist ganz klar,
Oder darf ich das nochmal ganz kurz? Du kannst ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr da was rausschneidet. Nee, wir schneiden also, nicht. Nee. Jedenfalls für Daten des öffentlichen Sektors kann man es gibt zwei Argumente. Die eine Argumentlinie ist Paragraph 5 des Urheberrechts. Da steht nämlich drin, amtliche Werke sind von Gesetz aus und unterliegen nicht dem Urheberrecht. Allerdings kommt dann im zweiten Satz so eine Ausnahmeklausel, die wieder dann definiert, wer festlegt, welche amtlichen Werke für die Allgemeinheit vorgesehen sind und welche nicht. Also da ist auch ein Problem. Also man könnte aber behaupten, wenn man diesen Paragraph 5 Urheberrecht ausweitet, dann könnten eigentlich amtliche Werke in einem sehr, sehr großen Umfang nicht dem Urheberrecht unterliegen und wären damit gemeinfrei, Public Domain, jeder darf alles damit machen. Die zweite Argumentationslinie wäre zu sagen, amtliche Werke unterliegen dem Urheberrecht und dann geht es eben darum zu gucken, dass sie der Allgemeinheit mit möglichst offenen Lizenzen zur Verfügung gestellt werden. Dafür wäre ein Modell sicherlich sowas wie CC0, also was ja so eine Art Creative Commons die darf man nutzen, ohne dass man irgendwelche Angaben machen muss, man darf sie verändern, man darf sie weiter verbreiten und so weiter. Andere Länder sind andere Wege gegangen. In England hat man eine eigene staatliche Lizenz für Daten des öffentlichen Sektors erfunden, die allerdings kompatibel ist mit zum Beispiel verschiedenen Creative Commons Lizenzen und auch mit der Open Definition, die ich vorhin angesprochen habe. Ist aber letztlich immer ein bisschen problematisch, weil je mehr solche Baukästen man sich da baut, dann hat man letztlich ein Problem mit Interoperabilität. Gerade in Europa ist offensichtlich die Daten des öffentlichen Sektors in Deutschland, die sind nicht nur für in Deutschland Lebende interessant, sondern man auch. Man will da eine Lizenz haben, genau, damit alles kompatibel ist, genau, und jeder alles nutzen kann und so. Ne? Also das sind so die beiden Perspektiven aufs Urheberrecht jetzt aus Open Data Seite. Genau. Unter welchen Lizenzen, wenn denn überhaupt unter einer Lizenz, stehen diese staatlich geschaffenen, genau, Daten? Und was ist da so der Status? Gibt es da irgendwie Gesetzesvorhaben? Wehrt sich der Staat? Der Status ist leider in Deutschland ein vollkommener Wildwuchs. Also wir haben zum einen die Situation, dass die verschiedenen Behörden auf Bundesebene völlig unterschiedliche Praktiken haben. Also die schreiben manchmal, steht dann auf Webseiten, diese Daten sind für den privaten Gebrauch frei, aber für alle anderen weiteren Gebräuche müsse man sich da sozusagen eine Genehmigung für holen, was total ungünstig ist, weil es letztlich also einen unheimlichen Aufwand für den potenziellen Reuser bedeutet, da jedes Mal nachzuforschen und nachzufragen und einen Privatdeal irgendwie auszuhandeln. Statt wenn eine Lizenz steht, die allgemein bekannt und akzeptiert ist, dann weiß jeder sofort einen Blick und ich weiß, kann das und das damit machen und fertig. Und dieses selbe defragmentierte Bild spiegelt sich dann eben wieder auf den Länderebenen, also Bund, Länder und dann aber auch innerhalb der Kommunen. Also die verschiedenen Behörden auf Länderebene haben wieder eine andere Praxis. Also leider sehr, sehr uneinheitliche Situation, die letztlich für den potenziellen Weiterverarbeiter eine Rechtsunsicherheit darstellt. Und da ist auch keine Klärung in Sicht? Oder? Da ist, soweit ich weiß, bisher, es wäre mir nicht bewusst, dass daran konkret schon gearbeitet wird. Ich hoffe, dass das BMI, wenn es an dieser Open-Government-Strategie für Deutschland arbeitet, dass sie das berücksichtigen und da zumindest eine sehr starke Empfehlung geben, die, ob die dann durchgesetzt wird oder übernommen wird, zum Beispiel von den Ländern, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, weil letztlich macht das BMI Politik für den Bund und nicht für die Länder. Aber so als abschließend, glaube ich, wenn man das so raushört, kann man schon sagen, dass du so glaubst, dass so Offenheit und dieser freie Fluss dieser Daten und diese Allgemeinzugänglichkeit schon auch die Welt ein Stückchen besser machen würde, oder? Auf jeden Fall. Und das ist ein Prozess, der angefangen hat und der unumkehrbar sein wird. Also Davon bin ich felsenfest überzeugt. Woher kommt diese Gewissheit? Das hat was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Also ich glaube genauso wie bestimmte andere Phänomene, die mit dem Internet gekommen sind, wie Bloggen hat die Medienlandschaft verändert, Musikdownloads haben die Musikindustrie Rahmenbedingungen verändert, WikiLeaks hat das Verhältnis von was ist geheim, was ist öffentlich verändert. All diese Prozesse sind nicht immer nur gut, die tun auch weh und da passieren auch falsche Sachen, aber sie sind unumkehrbar. Also es wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern, bin ich fest überzeugt. Super, dann ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Danke.